Ein realistisches Buch, beziehungsweise Biografie oder Sachbuch. Wir hatten ja vorhin Marcel Reich-Ranitzky mal beim Suchen entdeckt, aber nee, das tun wir nicht an. Der ist viel zu dick. Aber es geht gerade noch. Wenn ich mir so den Tisch anschaue, es hätte doppelt so hoch sein können. Es ist sehr gemischt, ne, von den Büchern. Vielleicht schaffe ich's. Es kommt drauf an, was du jetzt in den letzten 10, 5 Sachen noch raussuchst. Wenn du jetzt noch 5 mal so raussuchst, dann wird's schwierig. Ja, ich habe auch so, guck hier. Die unendliche Geschichte ist übrigens auch sehr dick. Ja, aber die ist kein Sachbuch. Weil ich nur mal gesagt habe. So, was hat er nach der Mittagspause gefunden? Was sollte ich suchen? Sachbuch. Klar, ein Sachbuch oder Biografie oder ein realistisches Buch sollte ich suchen. Und da habe ich sozusagen von Stephen King rausgesucht, Leben und Schreiben. Das Leben und das Schreiben. Und zwar ist das so eine Art Biografie von ihm nach einem Unfall. Und da beschreibt er einfach, dass halt das Lesen und Schreiben sozusagen zusammengehört. Meine Auswahl, so. Aha. Haben Sie diese Auswahl von der Menü getroffen oder haben Sie das frei ausgewählt? Nee, wurde mir empfohlen. Wie viel haben Sie denn bezahlt? Für die Empfehlung des Hauses. Ging aufs Haus. Ah, Sie haben Connections. Ja. Aha. So. Könnten jetzt unter 5 sein, glaube ich. Unter 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, unter 5. So. Ein Buch, dessen Titel mit einem K beginnt. Wolltest du die Kriege denn jetzt lesen, ne? Also Artikel zählen wir nicht mit, sonst finden wir kein Buch. Wollte ich nur mal gesagt haben. Soll ich dir in Goodreads noch meine Auswahl zeigen? Oder? Wir gucken mal bei Goodreads, was es da alles gibt, weil die ganzen Stapel durchzukramen, da sind wir bis morgen noch nicht fertig. Stimmt gar nicht. So, da habe ich für dich die kleine Katze Shi rausgesucht. Und zwar ist das ein Manga, der ich ganz persönlich sehr hübsch gezeichnet finde. Und ja, mal was ganz anderes im Gegensatz zu den ganzen Büchern jetzt. Mal ein Manga pusht ja auch mal das Lesevergnügen ein bisschen auf. Ja, und es geht um die kleine Katze. Und es ist bunt. Es ist bunt, es ist süß und es ist eine Katze. Aus dem Katzenhut. Ja. Ein Buch, das auch verfilmt worden oder verfilmt wurde. Das Lustige ist, dass echt verdammt viele Filme auf Büchern basieren oder schon von diesen Büchern, die man hier hat, verfilmt worden ist, wo man die per Zufall sozusagen entdeckt hat. Ein Buch, das auch verfilmt wurde, ist Bird Box. Jeder kennt es mittlerweile wahrscheinlich. Gibt es bei Netflix zu sehen. Mal gucken, ob wir uns den Film danach auch anschauen, wenn das Buch gelesen worden ist. Ja, bei manchen Filmen lehne ich das ab, den zu gucken, bevor ich das Buch gelesen habe. Das soll ja ein innovatives, also im Sinne von, dass man nicht hingucken darf, sonst wird man, keine Ahnung, gefressen. Ja, man stirbt, ne? Das ist so wie ich den Trailer halt. Ich habe den Film auch noch nicht gesehen. So wie ich den Trailer gesehen habe, ist das irgendwie dieser Anblick so verstörend ist wahrscheinlich, dass die Leute sich töten. Nee, das ist so Suizid dann wahrscheinlich, den die Leute begehen. Hm. Aber das werden wir genauer herausfinden. Ich denke auch. Das ist schon Blut im Buch. Ja.
ein neues Zetteli. Wir nähern uns den letzten. So langsam. Ein Buch von einem bekannten Autor oder Autorin. Ja, da fällt mir zum Beispiel J.K. Rowling ein. Die hat ja auch, glaube ich, vor kurzem ein neues Buch geschrieben. Ich weiß nicht, hast du das schon gelesen? Dann würde ich das einfach mal dazu packen, weil das ist jetzt der erste Name, der mir spontan einfällt. Du musst selber eins von ihr finden. Also suchen. Weil Walter Mörs, den kenne ich ja wenigstens. Ich kenne die Sachen, was man so gemacht hat. Ja, sag mal an. Ich habe jetzt von Walter Mörs Humo rausgesucht. Für mich bekannt als Captain Blaubeer Schreiber. Und deswegen wünsche ich dir wieder Spaß bei diesem dicken Schinken, weil es sind wieder ein paar Seiten. Ja, an die 800. Echt? Gott. Wir gucken mal. Ich hätte gedacht, es sind 500. Fast 700 Seiten. 9 Seiten darunter. Die anderen Bekannten hatten wir ja schon. Stephen ja. Den müssen wir ja nicht 500 Mal haben. Nein, wir brauchen nicht 500 Mal Stephen King, dann lese ich es auch nie. Ja, siehst du? Ein Buch von denen, die am längsten auf meinem Sub liegen. Da musst du mir erstmal sagen, welche von deinen wunderschönen Büchern hier am längsten da rumliegen, rumdümpeln. Das ist auch meine gruseligste Kategorie. Ja, weil da wahrscheinlich ohne Grund nicht durchgelesene Bücher dabei sind wahrscheinlich. Na ja, mal gucken. So, nach langem Suchen und Recherchieren haben wir Der Wind weht übers Feuerland von Kurt Krauter. Das ist ein Buch, das hat man meiner Mutter gehört. Die hat das gelesen, als sie jünger war. Das ist uralt. Die hat es gekriegt als Anerkennung für deine sehr guten Leistungen im Schuljahr 75-76. Deine Patenbrigade. Original-Lesezeichen. Das habe ich schon mal reingelesen, aber dann nicht weitergelesen. Vielleicht lese ich es jetzt zu Ende. Aber reingelesen, so 2 Seiten. Jetzt nicht mehr. Nicht mal ein Viertelbuch. Ja. Ganz altes Buch. Seit wann lag's da? 13, 12. Seht ihr mal, so lange liegen Bücher bei mir. Über 10 Jahre. Na, sind noch mehr. Ein Buch, in dem es kalt ist. Schon mit, ja. Wir hatten eine Menge kalte Bücher vorhin. Meine Weihnachtsstories. Ja. Und zwar Weihnachten mit Bolle. Weihnachten mit Hundi. Weihnachten mit einem Hundi. Und das wäre eher so ein Buch, was dir gefällt. Das ist auf jeden Fall auf dem Cover kalt. Ja, auch ein Buch. Weihnachten ist meist immer kalt. Ja, aber Cover und Inhalt passen nicht immer zusammen bei Büchern. Ich weiß, das ist Bullshit, wenn das so ist. Ansonsten gibt es wieder dicke Bücher. Soll ich jetzt den Hund nehmen oder was? Nimm den Hund. Das letzte. Das ist dann geschafft, ja? Ja, dann haben wir diese 7-teilige Serie beendet. Denkst du nicht, als ein Video hochlade, das wird hier schön geschnitten. Ein Buch, bei dem sich das Cover besonders gut anfühlt.
Ja, doch. Hat schon irgendwas, was ich sehr angenehm finde. Wie beschreibst du denn das Gefühl? Gefühl? Ja, so leicht samtig. So ein Mix ist nicht richtig aus Samt, sondern ja, so ein Zwischending. Zwischen glatt und Samt. Ja, das ist schwierig zu beschreiben. Magonia, ne? Der Akku geht leer. Du musst jetzt Tschüss sagen mit mir. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. Also der Titel ist auch ein bisschen erhoben. Embossing nennt man das. Verbastet schon. Also ich glaube, mein Partner fühlt vor allen Dingen mit den Augen. Ja. Muss ich mal gucken. Ich hoffe, es wird fantastisch. Es ist auf Englisch. Weil ich damals nur die englische Ausgabe in billig bekommen habe. Aber der Text sieht ganz passabel lesbar aus. Das ist nicht zu winzig. Das letzte Buch. Damit hätten wir 22 Bücher rausgesucht. In 5 Stunden? Mehr. 12. Kann ich wahr lassen. Gefühlt. Hast du noch geschlafen? Gefühlt 12. Na, von Mittag bis jetzt um 5. Kommt schon hin. So ungefähr. Ich werde die jetzt noch in eine Liste tun. Und vielleicht drehe ich dann noch einen Kommentar dazu ab. Die Seiten müssen noch gezählt werden. Ja, das auch. Das auch. Das riecht ganz gut. Aber du riechst es nicht. Wahrscheinlich. Ist das schade, dass du nicht weißt. Wie? Das sind so ein Beispiel, diese Kisten. Wie Bücher riechen. Mhm.